Mein Leben war sinnlos. Schlimmer, meine Existenz verursacht Zerstörung. So konnte es nicht weitergehen. Schluss mit guter Miene zum bösen Spiel. Schluss mit Oberflächlichkeit. Schluss mit Unwahrheit. Von nun an gebe ich jedem Tag, jedem Moment einen Sinn. Nie wieder warten. Einfach mal was starten. Oder halt einfach nur atmen. Frei sein. Da, wo es meiner Seele gut tut zu sein. Da, wo ich weniger Schaden anrichte und genug Ruhe und Frieden finde. Da, wo ich den Wind in den Bäumen flüstern höre und wieder verschmelze mit diesem perfekten Universum, mit dieser perfekten Wildnis. Und mich lösen kann von unperfekter Scheinordnung, ängstlichen Ego-Konflikten und so weiter und so fort. Dort, wo ich nicht so geliebt werde, wie ich bin, dort, wo meine Talente und Geschenke nicht willkommen sind, gehe ich wieder weg. Denn ich weiß, was in mir steckt und dass kein Kind böse zur Welt kommt. Tief im Kern sind wir alle gut. Die Zeit ist reif, dass wir uns daran erinnern. Es ist an der Zeit, die Lage nicht weiter zu verschlimmern, denn ein großer Teil liegt bereits in Trümmern. Stopp! Jetzt! Von nun an mache ich nur noch das, was dem Kind in mir gut tut. Denn wenn ich mich als Kind in meinem Körper eines Erwachsenen nicht wohlfühle, wie sollten es dann meine Nachkommen können? Wir sind die Kinder, die sich mit allen notwendigen Mitteln dieser Zeit ihren Spielplatz zurückerobern werden. Also, spielst du mit oder bleibst du weiter ein Spielzeug?